Mir hat er das auch gerade direkt geschrieben. Ist das vielleicht ein Twitch-internes Kommando inzwischen? Danke, Mubot. Ja, kann ich hier nicht sehen. Muss ich später gucken, ob Twitch mir jetzt automatisch eine Nachricht geschickt hat. Wir fangen einfach mal mit einer UFO-Schildkröte an. Gaia-Kraft. Okay. Okay. Kommt denn jetzt? Puh! Hat doch glatt jemand eine Fusion für Quagga Herkules mit Gaia-Kraft getoppt. Aber manchmal passieren lustige Sachen, wenn man gegen die random KI-Gegner kämpft, muss man ja sagen. Und Shadow Pain ist natürlich auch eine Option. Dann brauche ich den Pinguin nicht abzuwarten. Nehmen wir die Option doch. Flump, flump. Flammenimpatschi. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Aber das ist jetzt nicht so gut. Da ist er wieder. Nee. Dann müssen wir doch unsere Schwerter aktivieren. Gut, wir haben einen Plan B. Das ist alles nur ein Setback, aber kein Problem bis jetzt. Keine neuen Monster mehr. Das ist eine gute Option. Amöbius! Du hast dich bisher noch nicht ein einziges Mal sinnvoll erwiesen, obwohl du eigentlich ein Monarch bist in diesem Deck. Was ein bisschen traurig ist. Aber jetzt wird rausgehauen. Mit dem Call und weg mit der Gaia-Kraft. Irgendwann gab es von Alex doch auch mal einen random Starfy-Stream, oder? Ich glaube, ich habe das tatsächlich irgendwann damals mal einmal gestreamt, ja, aber es war leider nicht beliebt und dann habe ich es wieder abgebrochen. Ich hatte tatsächlich Starfy als volles LP geplant, damals für eine ganze Weile. Aber irgendwie habe ich es nachdem ich die Hälfte des Spiels schon aufgenommen hatte, habe ich es dann doch irgendwie wieder abgebrochen. Jetzt hat er den Quagga Herkules gerade das dritte Mal beschworen. Der liebt seinen Quagga Herkules. Was ist denn kaputt mit dir, KI? Quagga Herkules Fan 24. Zack. Ryokami Chris. Erstmal hallo, herzlich willkommen, falls du nicht schon länger hier lurkst. Meine Güte, hat die KI ein Glück. Die KI hat echt hart gezogen. Also hätten wir Möbius hier nicht direkt gehabt, das wäre wahrscheinlich sogar übel geworden für uns. Gaia-Kraft-Fusion zu Quagga Herkules oder zweimal Quagga Herkules wiederbeleben ist schon hart. Wir waren, glaube ich, ganze drei Leute im ganzen Stream. Ja, es kann hinkommen. Kann hinkommen. Du gewinnst! Viele Punkte wert, wie man sieht. Oh Mann, du hast mich tatsächlich geschlagen. Seine Niederlage ist voll der Schock. Ich hab's verloren, aber das selber gut. Hoffentlich auf bald. Welt der Insekten. Der Typ ist definitiv bis jetzt auf Ladder Platz 1 als potenzieller Tag-Partner. Ansonsten noch jemanden, den wir hier noch nicht herausgefordert haben. Ne, kennen wir alle schon. Kennen wir in der Tat alle schon. Habe ich mit ihm schon gequatscht jetzt abends? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich war schon bei ihm. Ich glaube, ich mache das jetzt unnütz. Aber ich laufe trotzdem nochmal zu ihm hin. Für den Fall eines Falles, dass ich es doch nicht getan haben mag. Ne, ich habe schon getan. Das Rune, den lassen wir mal noch in Ruhe. Ich kenne ihn noch gar nicht. Wer bist du denn? Ich bin Bivin. Das ist hart. Sehr freut, dich kennenzulernen. Stärke und Duelltaktiken zu verbessern ist wichtig. Große Duellanten brauchen beides. Kleiner auch. Ah, es ist spät geworden. Rip. But rip.
Was rippst du, Camel? Let it rip? Dass ich dich hier treffe, was ist los? Miau! Na, Pharao, Zeit wieder das Date zu stören und... Das ist genau die Person, nach der ich gesucht habe. Die Konversationspartner einmal zu ändern, wobei die gerade so dicht aneinander stehen. Übrigens, ich habe gehört, es gibt einen Schüler namens Blair in Slifer. Ja, das hast du uns gestern auch schon mal gesagt. Miau! Pharao. Hörst du mir zu? Habt euch übrigens super unterhalten. Bist du? Ach, du bist... Shannon hat sich hier rüber teleportiert seit eben. Hört. Soll mir recht sein. Ich finde das RIP-Ding einfach schön. Okay, auch eine Option. So, dann zum 1000. Mal. Mr. Misawa. Hey, Alex! Ja. Miau! Hey, Pharao. Barbies. Schwump. Und dann noch die drei Vollpfeifen, die sich jetzt in ihr Zimmer verfrachtet haben sollten. Wir werden morgen auch um 5.45 Uhr... Was? Wir werden morgen auch um 5.45 Uhr aufstehen. Jeden Morgen das Gleiche. Ey, Chamli, wenn du die ganze Nacht Duelle austrägst, kannst du wenigstens nicht verschlafen. Ja, natürlich, geniale Idee. Miau! Hey, Pharao. Oh, willst du mit mir reden? Ja, und super unterhalten. Ja, Alex, wenn ein genialer Tag heute ist. Ja, voll. Miau! Hey, Pharao. Gerade gedacht, dass ich mit dir reden will. Hat euch super unterhalten. So langsam aber sicher müssen wir doch mal wohin kommen mit den lustigen Typen, okay? Mit ihm können wir uns nicht mehr unterhalten, aus Gründen. Manchmal verstehe ich das nicht. Was sagt denn die Datenbank zur Liste der Duellanten? Schon fast 2 Herzen mit Jaden. Wir haben noch nicht mal, gerade mal ein 1/2 Herz mit Bastion und mit Alexa. Wir haben noch so viel mit denen gequatscht. Vielleicht weiß ihre Sandwiches nicht mehr. Mit Zane scheint es auch schwierig zu sein, sie anzufreunden. Der hat sich kaum an uns gewöhnt, trotz dass wir dauernd zu ihm gehen. Ja, bei den Reds geht's deutlich schneller. Wait, Wade hat uns vernichtet. Der Dean. Ja, okay. Lena 2 hier einfügen. Warte, ich tue dir eben den Gefallen. ja, gut, gehen wir ins Bett. Für heute gibt's niemand mehr zum Quatschen. Zeitraffer, Ende des Tages. Yep. Was sind das für Symbole? Das Poxy. Was? Was für Symbole meinst du? Schrumpf, schrumpf, schrumpf. Achso, meinst du die gewonnen, verloren, unentschieden hier? Warte, Datenbank. Ich vermute, du meinst da rechts die drei Symbole. Das oben ist, wie oft wir gewonnen haben. Das zweite ist, wie oft wir verloren haben. Das dritte ist, wie oft wir unentschieden gespielt haben. So, wer hat meine Katze gesehen? Kurt, wo bist du? Mir hat immer noch keine Strategie gesagt, um Pharao schnell zu finden. Pokale über den Herz. Ja, das ist, wie oft wir gegen die Gegner schon in einem Duell gewonnen haben, die Pokale. Das ist Blair. Meine Katze ist nicht da. Ich bin traurig. Muss man mit denen so quatschen oder sowas. Wieder alle Herzen über dem Kopf. Haben wir irgendwelche praktischen Sandwiches für ihn? Einfaches Sandwich. Ich habe wieder vergessen, was er gerne mochte. Fisch. Er war der Fischmann. Hab keinen Fisch für dich.
Cyrus mochte keine scharfen Sachen. Den Rest weiß ich nicht mehr. Magst du Knoblauch? Hier, Cyrus, du stinkst. Danke, das zieh ich mir sofort rein. Knoblauch-Sandwich, ich mag das Zeug, danke. Und da Jane sowieso alles frisst, das kann er das einfache Sandwich haben, schätze ich. Ich kann dieses Sandwich haben. Danke, sieht lecker aus. Schluck. Das. Da ist nichts drin. Man könnte sagen, dass ich das mag. Danke. Ja, ich habe ihm nur das Sandwichbrot ohne Belag gegeben. So muss das sein mit Jaden. Ja gut, wir duellieren uns mal mit den Leuten. Willst du ein Duell? Dann lass mal sehen. Ein bisschen Werte erhöhen und so. Kata kann nicht weit kommen, wie fett die ist. taucht ja mal irgendwie überall auf. Ich wette, der hat festgelegte Positionen, wo er sein kann. Der Pharao. Ich kenne ihn nur leider nicht. Duell beginnt. Haut den Jaden platt. Topf der Gier. Was macht das denn? Immer Wolkenkratzer in der ersten Runde auf der Hand. Spookman! Okay. Könnte gefährlich sein. Boku ist gut. Ja, es wird wahrscheinlich in Tod des großen Angus enden, aber wir greifen mit dem großen Angus an. Das endet im Tod des großen Angus. Ich hätte es gedacht. Wenn du nicht mal ein zweites Monster spielst, dafür will ich Verboku noch nicht mal aktivieren. Okay, Flammenpachi. Auf in die Zylinder. Fast das könnte ich hell sehen. Oder als hätte er genau das gleiche gezogen wie im letzten Duell. Wahrscheinlich geskriptet. Avian! Oh, jetzt geht's aber los hier. Verstärkung für die Armee. Clayman. Ja. Clayman sieht man natürlich eher ungern. Ja, jetzt ist Verboku Time. Bum. Wie machen wir das am dümmsten? Ja, ich glaube, das ist die optimale Strategie momentan. Blazin' und Pachi. Machen wir den Sparkman weg. Und Gagakigo. Klüppelt Avian davon. Zack, Endface. Holt sich Sparkman zurück. Okay, das ist eher ungemütlich. Dann versuchen wir mal unser Glück mit der Imba-Elfenbox. Ich sag Kopf. Ah! Fehlschlag der Elfenbox. Ja, ich bezahle die für eine Runde. Damit keine schlimmen Dinge passieren. Hypermakopf. Für das Deck bräuchte er noch Feuerfrostdrache. Für das Deck bräuchte man eine Menge. Ja, sowas in der Richtung habe ich befürchtet. Das Sparkman wieder. Gut, dass wir unsere Elfenbox noch haben. Ich hoffe, sie hilft. Ich versuche es nochmal. Ich baue auf Kopf. Yes! Elfenbox, Konter, bam! Ist der Wolkenkratzer den trotzdem 1000 Stärke, ist voll fies. Nee, danke Wolkenkratzer. Ist gute Arbeit Feenbox ist gute Arbeit geleistet. Dann setzen wir den Albtraum-Pinguin. Und attackieren Clayman mit Hyperhammerkopf. Und eine direkte Attacke! Ein Face.
brauchen dringend mehr Explosionen. Wir brauchen immer mehr Explosionen. Den Witz machen wir auch seit längerer Zeit nicht mehr so aktiv. Ich glaube, das Problem ist Megumin. Wie Unrat gerade bestätigt. Explosion hat sich extrem vom WoW-Joke auf einen Megumin-Joke geschiftet, seitdem sie existiert. Und ich was. Klick doch drauf, Camel. Dieses Emote hat er von Shibuya-Kaho. Ah, so knapp. Aber verloren ist verloren. Hat Spaß gemacht. Ja. Das Cyrus auch nochmal implätten. Ein Duell? Klar. Ich habe ein Geschenksub von dem Channel eines japanischen. Da wirst du mal, wo du dich rumtreibst, Unrat. Ja, ich habe auch momentan wieder spannende Gift-Subs. Cyrus wahrscheinlich wieder mit einem Helikopter, aber für sowas haben wir Hammerköpfe. Dekuichi, okay. Auch eine Option. Weg damit. Hoffen wir mal keine Dampflokomotive. Nitro-Einheit. Okay. Das war eine Nitro-Einheit. Hast du nicht noch ein paar Verdeckte, Cyrus? Ich finde, da könnten ruhig noch ein paar Verdeckte hinten hin. Ist ja spannend, dass er die Nitro-Einheit gekriegt hat, aber dann nichts hat, um ihn zu zerstören, und jetzt legt er einen Geroid. Bitte. Mäh. Und ich habe wieder mein Schwein nicht mitgebracht, um die ganzen Schafe zu vertreiben. Nein, ich will mir keine Kartendetails von der blöden Schafspielmarke ansehen. Wer willst du von mir spielen? Ein Face. So, da kann sie nur um Jahre handeln. Könnte da Geroid liegen? Bin mir nicht sicher. Butterface. Ist das Satan? Schneller Fels. So, Attacke. Ich vermute, du wolltest uns damit sagen, dass es einer deiner Gift-Subs ist, Sam. Dann mechanischer Jäger und dann. Nein, ich will nicht in der Main Phase 1 bleiben, ich will gerne in die Battle Phase. Dankeschön. Geben wir ihm nochmal seinen Geroid auf die Hand zurück. Oh, es ist nicht Geroid, es ist Cyroid. Und jetzt ist er kaputt. Sure. Ich meine, der Geroid hatte wenigstens noch den Sinn, dass er nicht wirklich kaputt gegangen ist, aber vielleicht wollte er den Cyroid ja im Friedhof haben, damit er dann fusionieren kann. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder Geroid. Unser Feld füllt sich so langsam, aber stetig. Cyrus wehrt sich einfach mal wieder. Nicht so ein typischer Cyrus-Move. Ja, total. Okay, offensichtlich nicht. Zack, direkter Angriff. Und das, oh. Da kommt noch ein Ruf der Gejagten. Oh Gott, er wehrt sich nochmal mit Dekuichi. Ja, das bringt ihm exakt nichts. Danke fürs Zeitverschwenden, Cyrus. War sehr notwendig. Mechanischer Jäger. Your move.
ich hab verloren. Alex, du bist gut. Hm, na komm, das Teil machen wir jetzt noch. Wir hängen ja 10 Minuten sowieso dran, also. Schauen wir mal, ob wir es in den 10 Minuten schaffen, das Chumley mal eben noch schnell zu verchummen. Ja, starr. Wir dürfen nicht anfangen, aber vielleicht haben wir einen Cyberdach noch auf Anfangshand. Das ist immer der Vorteil, wenn wir nicht anfangen dürfen. Gegebene Cyberdrachen. Nope. Opferland. Warp. Das ist eher unangenehm. Okay, okay, okay. Ein Verdeckter, zwei Verdeckter. Voll da drüben. Okay, also ich hätte hier Schrumpfen. Ich hätte hier eine UFO-Schildkröte. Und Staubtornado. Das ist ein Känguru. Na, mochte den Witz, er war eine ziemliche low-hanging fruit, um es mal so auszudrücken. Zack, weg. Ich hatte ja jetzt eigentlich gehofft, dass er einen dicken Koala beschwört oder sowas. Hat aber schon mal keine Lust drauf gehabt. Jetzt, dann spielen wir halt Flammernden Patschi und schauen mal, ob er dieses Mal so clever war, das Känguru in die Verteidigung zu spielen in der ersten Runde. Aber ein Deskoala. Deskoala hat höchste Seltenheitsstufe. Okay. Naja, ist kein schlechter Burner. Aber höchste Seltenheitsstufe weiß ich dann auch wieder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob die im Verlauf die Decks ändern. Ich meine tatsächlich, dass sich die Decks hier teilweise ändern, ja. Ich meine, in den späteren Kapiteln haben die Duellanten noch andere Decks. Das Spiel hat ja 3 Kapitel und wir sind momentan halt in Kapitel 1. Versucht sein Känguru wieder zu überleben, da bin ich aber gar nicht für. Der 3-mal Meister von Ost im Fusionsdeck oder gibt es noch andere Fusionen, die der spielt? Ich bin mir relativ sicher 3-mal Meister von Ost im Fusionsdeck. Wenn er jetzt dann das Känguru liegen hat, dann wird es sehr ärgerlich. Ne, es ist nur ein rasender Panda. Glück gehabt. Gut. Dann zack, bumm. Wunderbar. Da geht Chumley auf sein Ende zu, wie es aussieht. Opferlamm! Aber er zieht ja irgendwie nie seine großen Koalas dazu, um mit den Opferlämmern wirklich was Großartiges anstellen zu können, ne? Dann darf die Flammenangreiferin jetzt in Angriffsmodus. Weil es immer so schön ist, sie in Angriffsmodus zu spielen. Bumm. Bumm. So, und dann zwar mal direkter Angriff mit dem mechanischen Jäger. Weiterfalls, du gewinnst. Die LP deines Gegners wurden auf 0 reduziert. Boah, toller Duellbonus. Oh Mist, ich hab verloren. Ich meine, wenn die Charaktere diese lustigen Herzen über dem Kopf haben, dann kriegt man mehr Bonus davon, sich mit denen zu duellieren und mit denen zu quatschen und sowas, oder? Irre ich mich da gerade? Ich schau mal jetzt gerade eben schnell in die Liste der Duellanten. Ja, guck mal, der ist jetzt schon auf 2 vollen Herzen. Ja, ich meine, das war nämlich tatsächlich so und deswegen war Zane auch immer so ein geringer Bonus, nur weil der dauernd schlecht gelaunt ist aus irgendeinem Grund. Wir können auch nochmal mit denen versuchen zu quatschen. Oh, hey Alex, ja, Ich glaube, nur dir habe ich kein Sandwich gegeben, ne? Ihr seid echt seltsam drauf, weißt du das? Worüber willst du reden? Wie wär's mit Hobbys? Oh, das Übliche. Ich hab dich ganz gut unterhalten. Okay, hat wer meine Katze gesehen? Ich habe meine Katze verloren. Auch wieder ein Herz über dem Kopf. Hier ist meine Katze nicht gelandet. Ja, Alexis. Ich habe hier noch ein geschmackloses Sandwich für dich. Ich habe gehört, du magst sowas. Danke, bitte. Das muss ich jetzt essen? Na gut, Mampf, Mampf. Salatsandwich? Das ist sehr gut, danke.
Attention, Attention. Hat hier jemand meine Katze gesehen? Ich habe schlechte Laune. Hey, sein. Alex, bla 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 bla. Worüber willst du reden? Ihr habt euch ganz gut unterhalten. Lief aber nicht gut. Schlecht gelaunt wie immer. Hey Bastian, hast du meine Katze gesehen? Aber gute Laune hat er. Hallo Leerzeichen Alex, das Meer ist ganz schön heute, was? Darum komme ich auch her, um der Erle zu trainieren. Sozusagen meine allmorgendliche Routine. Der Erle? Tut mir leid, aber ich kann es dir nicht sagen. Das Gespräch ist nicht gut gelaufen, okay. Bastian will nicht über Duelle reden. Ich glaube, Bastian ist krank. Wer hat meine Katze gesehen? Genauso spannend finde ich eigentlich die Frage, wie oft verändert sich eigentlich der Standort der Katze? Ist die Katze zu jedem Tageszyklus, wo sich auch die anderen NPCs bewegen, an einer anderen Stelle? Ist die zu jeder Viertelstunde an einer anderen Stelle? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wäre aber tatsächlich mal gutes Wissen zu haben. Oh, guck mal, da ist noch jemand, den wir nicht kennen. Der Michael. Ein Duell? Aber immer. Dann wird Michael unser abschließendes Duell für heute. Hallo Michael. Ja, stopp. Weißt du, Sen könnte den besten Tag seines Lebens haben und er würde noch so gucken. Naja, er hat halt ein Gekrüssel über dem Kopf. Wenn man Gekrüssel über dem Kopf hat, dann heißt das automatisch, man hat schlechte Laune. Müsste dir aber bewusst sein. Hinter es. Ein paar Tage und dann kommt Spirit Charmers. Ist das nicht meines Verfahrens? Je nachdem. Können wir da liegen? Das war ein Spezialwirbelsturm, oder? Ja. Okay, nicht super interessant. Dann versuchen wir mal mit dem Hyperhammerkopf und gucken, was Michael so in seinem Deck hat. Rachsüchtiger alter Magier. Boah. So einer ist halt also. Hexenmeister. Keine Ahnung, deine Katze ist meines auf meinem Bauch. Ja, meine treibt sich wieder irgendwo rum. Jogen, der Spiritist. Ja, tschüss, Jogen. Spalt, kenn ich irgendwo her? Kann der mal aufhören, meine Karten zu removeln? Feuersoldat. Stahlskorpion! Okay. Noch zwei Runden, bis wir sterben. Blazing Apache. Feuersoldat, hau rein. Sprengbereich. Unser Tod rückt immer näher. Jetzt haben wir den Stahlskorpion-Effekt auf dem unten Sprengbereich an dem dran. Das ist ungemütlich für den dunklen Feuersoldaten. Inevitable Demise. Ewige Ruhe! Kai, was tust du? Du hast den Effekt von Sprengbereich damit selber ausgecancelt. Ach, Kai. Boah, das ist doch... Oh. Ich merke, wir beenden heute den Stream mit einem starken Kai, was tust du, Moment. Oh. Jesus. Haftender Sprengstoff. Der mit der nur Removal. Okay, Anfalls. Hilfe, Regen.
Wer spielt denn sowas? Ja, haftender Sprengstoff. Ja, gut, jetzt sind wir langsam so weit, dass ich den Cyberdrachen aktivieren sollte. Wollte, müsste, könnte, weil 1000 ATK sind jetzt nicht so viel. Ich hoffe, es ist jetzt nicht noch ein Removal. Ich befürchte, er hat nichts anderes außer Removal. Wird langsam nervtötend. Wir haben doch gesagt, wir brauchen Explosion. Michael bringt immerhin den Sprengstoff. Oh! 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 Ich hab die Verbindung gar nicht gezogen. Mr. Baby, ich wusste nicht, dass sie anwesend sind. Bombardier-Insekt. Großartig, wir sind durchgekommen. Der Mann muss Schmerzen haben, aber ich teile die Schmerzen erst, wenn ich weiß, dass es sein muss, bei dem Mist, den der da so spielt. Ja, ja. Kriul. Wird gespalten. Wunderschön. Können wir mal einen Angreifer haben? Aha! Mein Wunsch wurde erhört. Großer Angus. Und direkt im Sprengbereich. Großartig. Na, wir können ihm den auf die Hand zurückgeben. Dann passiert das zwar nächste Runde nochmal, aber das ist ja dann nicht ganz so schlimm. Da kann ich ja dann sogar mitarbeiten. Bitte. Wofür so eine Riesentronade nie alles gut ist. Bitte ein Monster. Yes! Geisterflammen, perfekt. Das war tatsächlich genau, was wir jetzt gebraucht haben. Und dann teilen wir einfach mal unsere Schmerzen. Ich habe hier so ein Freundschiff. Das darf sich mal opfern. Was lag da? Da lag ein Yomi-Schiff. Mach Sachen. Und dich war's dann. Tschüss, Michael. Boah, war der nervig. Ich erinnere mich daran, nie wieder gegen Michael zu duellieren. Ist wahrscheinlich nichts wert. Und hat ein mega nerviges Deck. Ja, ist nichts wert. War zu erwarten. Ich habe verloren? Ja, was soll's? Wir sehen uns beim nächsten Duell. Bestimmt nicht. Jo. Dich war's dann für heute. Ich bedanke mich vielmals bei allen, die es so spät noch geschafft haben, mir zuzugucken. Haben wir sehr spät gemacht heute. Normalerweise enden wir ja vor spätestens 10 Minuten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder am Sonntag. Denn es wurde tatsächlich letzte Woche eigentlich schon ein Sonntagstream gesponsert, der dann jetzt diesen Sonntag nachgeholt wird. Bis dahin, see ya!